herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch ja immer gewünscht, dass wir mal richtig ein Carbon-Teil von Schritt 0 anbauen. Und genau deswegen sind wir heute wieder bei der Firma Baltic Carbon mit Artyom im hohen Norden und werden genau das heute mal tun. Ja, wir versuchen es mal. So, und zwar das letzte Teil, was ja eigentlich immer noch so ein bisschen fehlt, dass wir das Auto lackieren können, war hinten die Mulde, die wir rausgenommen haben. Da muss jetzt ja eine Platte rein. Platte klingt jetzt ein bisschen einfach. Aber da hatten wir, ihr erinnert euch, aus Holz erstmal das Muster gefräst. Mhm. Daraus hast du eine Form gebaut. Genau. Das ist die Form. Da gehen wir später drauf ein. Und da bauen wir jetzt heute tatsächlich diese Platte raus. Ja, wir denken mal, versuchen wir erstmal die einzelnen Schritte so ein bisschen zu zeigen. Ich habe vollkommen selbstverständlich leichtfertig gesagt, dass wir das heute machen. Klappt das überhaupt heute in einem Tag? Gerade so. Archie hat mich erstmal angeguckt, ob ich das wirklich will, so ungefähr. Weil es ist halt schon immer Zeitaufwand, ne? Ich hätte nicht so, ja, also, dass hier das Teil in einer halben Stunde fertig ist. Nee, genau. Also wie gesagt, wir fangen jetzt mal an, die Arbeitsschritte, und wenn ich nachher Gas gebe, wir können natürlich jetzt, wenn wir auf alles und jeden kleinen Gramm auf eingehen, dann wird das lange funktionieren. Pass auf, wir machen das mal wie in so einem Do-it-yourself-YouTube-Video. Was brauchen wir überhaupt? Genau. So, eigentlich haben wir so ziemlich alles hier liegen, was wir so für das Teil brauchen. Vorbereitet habe ich das insofern, Trennbild ist schon drauf, der Rand ist abgeklebt, aufgrund dessen, dass wir nachher einen Vakuumaufbau machen, weil wir das Teil per Vakuuminfusion herstellen, damit wir da nachher keine Sprühkleberreste haben und keine Kleinfasern und sowas, habe ich das jetzt mal abgeklebt. Okay. Ja? So. Ja, also zu den einzelnen Schritten gehen wir dann in den nächsten Step. Aber also das heißt, wir brauchen, ich sehe hier alleine schon verschiedene Gewebe. Genau. Das sieht aus wie das Gewebe, was am Ende wahrscheinlich oben und unten ist, ne? Genau, also das, ich sag mal, das Optikgewebe. Das ist das Optikgewebe, das was du haben möchtest. Als Deckschicht nehmen wir nachher das. Das ist ähnlich von der Grammatur, deswegen passt es. Als Zwischenlage haben wir erstmal biaxiales Gelege und ein Sandwich-Material, was ganz in die Mitte kommt. Das sieht ja auch witzig aus. Also der Unterschied hier ist, dass hier die Fasern in eine Richtung angeordnet sind, übereinander gelegt und dann fixiert, wie es hier mit den Faden hier. Beim Gewebe ist es so, dass die Fasern miteinander verflochten sind und dadurch hast du auch natürlich einen Bruchpunkt. Also ein Knoten ist ja auch immer ein Rissbruchpunkt, hast du da nicht. Deswegen kann man sagen, dass es mehr Steiflichkeit aufweist. Also die ist definitiv nochmal, aber auch besser dabei, theoretisch. Du kannst damit an ganz andere Kräfte, sag mal, speziell nochmal anstreben. Die Richtung, ne? Der Ausrichtung der Faser nochmal. Okay. Und eigentlich hätte ich dir jetzt auch auf die Finger hauen müssen. Weil ich dran gezuppelt habe. Weil du mein Material ohne Handschuhe fest. Darf ich nicht? Nein, darfst du nicht. Weil A, es ist auch für dich, also ich gehe da auch ein bisschen kritisch um wegen den kleinen Fasern und sowas. Und zweitens ist es halt so, dass du auch Fettfinger hast. Wenn du aus dem Metallbereich kommst, kennst du auch, wie nennt man das, Goldfinger? Ja, dass, wenn klar, du irgendwie deine Metallteile anfasst, dass du dann so ein Rostfleck drauf hast. Ich bin leider immer einer, der immer ohne Handschuhe meistens arbeitet. Ja. So, und das da ist es ähnlich. Das heißt, im schlimmsten Falle kann es passieren, das leid. Wenn du deinen Döner vorher gegessen hast und dann hier in meinen Bauteil gehst. Pizza gab es heute. So, und dann kann sich das passieren, dass die Lagen da sich irgendwie ablösen oder. Ne? So, die Materialien haben wir jetzt so ein bisschen aufgeführt. Unter anderem unsere Kohlefaser, Gewebe und Gelege, dann dieses Sandwich-Material, der Kern des eigentlichen, der Bauweise, die wir jetzt machen wollen. Und das ist auch ein Highlight, das haben wir nämlich bisher noch nicht gebaut, wirklich mal mit Sandwich. Das hatten wir bisher nur bei den Stellenweise teilweise, das ist bei manchen Teilen mit drin, ist aber halt nicht erwähnt worden oder nicht erwähnenswert. Es kommt immer auf die Eigenschaften an und was du halt damit bewirken willst. Aber in der Kurzform ist einfach, dass wir zwischen das einzelne Carbon nochmal diese Schicht legen. Genau. Und die ist dafür da, das Ganze aufzufüllen und noch mehr Harz aufzunehmen? Die Deckschicht und die Unterschicht, sprich voneinander, auf Abstand zu halten und die Schubkräfte unter anderem aufzunehmen. Die Druckfestigkeit ist dann auch gegeben und es stützt sie dann. Ne? So, das sind die Einpunkte, die man, sag ich mal, erwähnt. Man könnte jetzt auch noch mit einer Hohlwabe arbeiten. Eine Kevlarwabe gibt es ja auch, aber nicht in dem Verfahren jetzt zum Beispiel. Okay, aber das heißt, um nochmal hier darauf zurückzukommen, wir haben jetzt, das ist unsere unterste Schicht, also die oberste Schicht, wenn man jetzt später reinguckt. Genau, wir fangen mit der die Sichtlage ist die erste Lage, die wir einlegen. Also eigentlich gleich die wichtigste. Genau. Das heißt, wo man noch am motiviertesten ist, da kannst du dich wenigstens gleich die erste Mal einlegen. Man muss eigentlich durch und durch motiviert sein, sonst wird das nichts. Wie, was kommt dann? Erst die? Dann kommt, nicht so drauf touchen, ne?
Das ist die Sichtlage. Aber das Witzige ist, in dem Licht sieht man tatsächlich, wenn man immer so einmal schon so drauf gedrückt hat, sieht man wirklich, wie schon so. Also man kann wirklich jetzt bei dem Material, kann man, wenn man jetzt wirklich das Böse anguckt, sage ich fast, oder falsch behandelt, dann sieht man das nachher. Ja. Also, das ist deswegen, wir machen das jetzt so ein bisschen rücksichtslos, sage ich, auf Tisch liegen. Sollte man nicht unbedingt machen. Normalerweise wird das hier nur... Ja, genau, nur gepflegt, rasiert und so. Okay, die, dann? Dann kommt eine Lage Gelege. Mhm. Dann kommt das Sandwich, dann kommt wieder eine Lage Gelege und dann kommt das Abschluss, das Gewebe in Leinwand 200. Das ist dann das, was man theoretisch vom Unterboden aussieht bei mir. Genau. Okay. So, dann kommt die Fließhilfe. Da gehen wir später drauf ein. Entsprechender Vakuumbau mit Folie. Bei Folie ist auch zum Thema wieder spezielles Material für spezielle Verfahren. Ist auch wieder eine spezielle Vakuumfolie. Also ist jetzt nicht so ein, ich sag jetzt mal, so ein gelber Beutel zum Müllentsorgen? Nein, das ist, wie gesagt, das hat mit der Dichtigkeit zu tun. Das im Verfahren muss wirklich, das muss alles stimmen. Sonst ist die Bauteilqualität nicht gegeben. So, ja, das sind unter anderem die Schläuche, also so ein Schlauch, was wir da brauchen zum Injizieren. Unser Kleber zum Fixieren, werden wir gleich alle sehen. Dann zwei Klemmen zum Abklemmen der Luft und der Harzzufuhr und ein Vakuumgerät, womit wir feststellen, was haben wir überhaupt für ein Vakuum, ist es genügend, ist da eine Leckage, das muss auch irgendwie stimmen. Und Vakuumband. Ne? Aber das ist nicht die eigentliche Vakuumpumpe, die... Nein. Okay. Das ist nur zum Prüfen. Das ist zum Prüfen unserer Werte. Okay. So. Ich würde sagen, und Action. So, erstmal... Unser Gewebe. Ne? Ich packe das jetzt mal so drauf. Jetzt die Seite, die nicht auf dem Tisch lag, um einfach zu vermeiden, dass wenn wir. Ja, ist einfach so. Wenn auf dem Tisch irgendwelche Krümel gewesen sind oder irgendwelche Restumstände von anderem Material, dann haben wir es in unserer Form sichtbar. Und das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir die Seite, die da nicht eingelegen hat, sondern die Rolleninnenseite. So. Ich habe das jetzt einfach erstmal nur platziert, geguckt, okay, passt das von dem Maß ungefähr. Ne? So. Jetzt musst du aber auch gleich. Ein bisschen Abstand nehmen. Ich verwende meine Maske, weil ich ein bisschen mit Kleber arbeite. Das mache ich generell auch so, ne? Und möchte das auch nicht einatmen. Das heißt, du klebst jetzt wirklich, hier kommt der Sprühkleber drunter und dann klebst du die Matte richtig drauf. Fixiere sie, okay. Das heißt aber, hier ist irgendein Trennmittel drauf, dass es auch später wieder abgeht. Ja, mit dem Trennmittel ist das halt so, dass der Kleber ist nur da zum Fixieren. Also er dient nicht zur Verklebung, zur Haftung. Er löst sich auch immer mit dem Harz. Also der liegt nur, dass das Gewebe in der Form fixiert wird und da bleibt, wo es ist. Ich glaube, jeder von uns, der das noch nicht so gesehen hat, denkt wirklich so mehr oder weniger so ein bisschen, du würdest jetzt einfach diese 1, 2, 3, 4, 5 Schichten nehmen und drauf klatschen. Klatscht den Beutel drüber, machst ein bisschen Vakuum drauf, dann kommt ein bisschen Harz dazu und fertig. Nein. Und das zieht sich dann automatisch in die Vertiefung rein. Würde Folgendes passieren, die Theorien schon manche aufgestellt, wenn du eine Spannung hast und du mit keine Ahnung, wie viele Tonnen hier drauf drückst, dann gibt die Faser nicht nach. Weil alle wissen, die Kohlefaser hat ja sehr gute Zugkräfte. So, deswegen ist dann eine Brücke praktisch in der Ecke. Folgendes kann passieren. Entweder bei der Injektion sammelt sich die Luft da, auch wenn das sich dann mit Harz füllt, kann es passieren, dass die Luft da drin bleibt. Es entsteht eine Fehlstelle. Oder im besten Falle sammelt sich diese Ecke mit Harz. Ich glaube, es ist für den Zuschauer cooler, wenn wir noch einmal kurz erklären, jetzt doch im Vorfeld, was am Ende passiert. Das heißt, wenn alle 5 Schichten drauf sind, dieses Vlies drauf ist und die Tüte drüber ist, dann saugst du über Unterdruck von der anderen Seite Harz rein. Ich ziehe Unterdruck, erzeuge ein Vakuum und drücke dann mit dem Atmosphärdruck das Harz aus dem Eimer in die Form und fülle den Hohlraum, der im Vakuum sitzt, durch Harz. Die restlichen komprimierten Hohlraum fülle ich dann mit Harz. Das heißt, es ist wirklich mehr oder weniger das Minimum an Harz drin, was überhaupt reingeht in das gesamte Gewebe und so weiter. Man kann es natürlich noch leichter halten, aber dann hast du Fehlerbildung. Du kannst ja nur zum Beispiel, theoretischerweise kannst du nur die Fasern tränken. Hättest du aber zwischen den Fadenkreuzungen, hättest du kein Harz. Das heißt, es ist für die Optik schon wieder nicht geeignet. Das heißt, wir müssen so viel Harz reinbringen, dass wirklich die unterste Lage komplett mit Harz fehlerlos ist. Auch zwischen den Fasern. Aber es würde jetzt auch nicht so funktionieren, wie es viele bestimmt so aus dem Kellerbereich kennen, dass du jetzt so eine Rolle mit Harz nimmst und das hier so einstreichst. Doch, würde gehen. Aber du wirst es niemals so hinbekommen, dass es wirklich makellos ist. Geht ja auch damit los, ich glaube, selbst wenn du es jetzt mit Kleber festmachst, dann fängst du mit Harz an, dann fängt das alles an so ein bisschen zu kleben, dann verschiebst du das und so. Ja, beim Handlaminieren nimmst du natürlich dann wieder keinen Kleber, weil der wird sich eh wieder anlösen, wenn du Epoxy drauf bringst.
oder Polyester, ist auch egal. Man müsste es dann versuchen, mit dem Harz so gut wie möglich reinzulegen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir kleben mal die erste Schicht. Ich halte erstmal so, bevor ich anfange zu spülen, damit ich ein bisschen erklären kann, damit ihr mich versteht. Also wir haben das jetzt so ein bisschen ausgerichtet. Ich falte das, weil ich möchte immer von der Mitte anfangen. Von der Mitte weg. Falte ist das wie so ein Teppich zu Hause. Genau, vorsichtig. So, dann muss ich mit dem Spülkleber dann einmal Probe sprühen, damit wirklich der Dreck rausgeht und dann wirklich minimal auftrage. Und dann versuche ich aus der Mitte raus, spannungslos zu legen, in die Ecken, bis in die Kamera. Hm? So, wirklich minimal. Ja. Das sah für mich jetzt gerade so nach fast gar keinem Kleber aus. Ich hätte jetzt auch gedacht, so. Dann. So, jetzt kann ich das natürlich hier ein bisschen andrücken. Ich habe jetzt einfach so einen Kunststoffdrake, sag ich jetzt mal, je nachdem, was du machst. In dem, was du machst, kannst du so ein Hilfswerkzeug nehmen, um in die Ecken besser reinzukommen. Ne? Aber das klebt doch schon richtig gut so, ne? Man richtig, wenn du einmal so rüberziehst, ist dann doch. Das ist natürlich jetzt vom eigentlichen Belegen her wahrscheinlich für dich eher ein einfaches Teil, ne? Ja, schon. Also klar, du musst natürlich alle Ecken nachgehen und so, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Kugelform oder sowas, ne, ist natürlich schon nochmal ganz. Ja, wo du auch schneiden musst und all sowas. Das ist jetzt auch der Schritt, wo du mich hast, wenn ich sage, mach mal was in sich Carbon, ne? Genau. Weil dann halt wirklich jede Faser, die jetzt gerade hier verschoben ist, sieht man auch später auch Teil verschoben, ne? Ja. Ein Fehler und dann ist es kein sich Carbon-Teil. Also, je nachdem, wie pingelig man ist, ne? Ich bin ja zum Glück nicht so pingelig. Ne, das stimmt. Muss ich ehrlich sagen. Gib schlimmer. So, da siehst du ja schon mal, guck mal, diese Ecke ist schon mal richtig undankbar, ne? So, weil du musst hier drin liegen, ne? Das muss wirklich schön drin liegen, in diesen Ecken. Richtig anliegen, ne? Und du merkst auch, wenn du Spannung drin hast, dass hier der nicht richtig, also du hattest hier, das lag hier nicht richtig an. Deswegen muss man das so ein bisschen alles immer nachdrücken, immer nachgehen. So, weil du willst halt die Fehler minimieren, du willst vermeiden, dass da irgendwelche Luft ist, du willst vermeiden, dass da Harzansammlungen sind. So. Na, und dann gehst du halt weiter. Kannst immer so ein bisschen nachkorrigieren, dass da wenig Kleber ist. Kannst du auch immer leicht anheben und kannst auch ein bisschen immer nachkorrigieren. Hier ist natürlich auch wieder so eine dumme Ecke. Du siehst auch, wenn ich hier nachgehe, kommt das da hoch. So, das heißt, du musst so ein bisschen festhalten und dann in die Ecke drücken. Was ich gerade das erste Mal feststelle, ist, wenn du ganz lange konzentriert auf dieses Carbongewebe guckst, ne? Und dann in den Raum guckst, dann hast du so einen Plimmer. Ja, genau. Ah, ja, aber so richtig, Leute, was ist das denn? So, dann guckst du, wenn du da ganz lange drauf guckst immer und dann woanders hinguckst, ne? So, jetzt wird da langsam ein Schuh draus, ne? Mhm. Oder eine Platte. Alle Lagen drauf, passt. Ja, bis auf den Vakuumaufraum, bis die Folie. Jetzt müssen wir noch einmal auf dieses Blaue eingehen. Mhm. Das ist jetzt, wofür da genau? Das hat ja mit dem eigentlichen Teil später nichts zu tun. Genau, das wird nachher abgeritzen. Und zwar ist es dafür da, dass wenn man nachher mit der Folie das Material verdichtet, dass das Harz noch dran fließen kann. Das heißt, es fließt oben drüber weg und drängt dann nach unten in die Schicht. Das ist die Kohlefaser bzw. den Laminataufbau. Das heißt, das ist durchlässig? Ja, das ist ein Netz, das ist so ein Mesh, was auf ein Trennmaterial drauf geklebt ist. Und anhand dieses Netzes kann die Folie nicht tausendprozentig anliegen oder verdichten. Das heißt, ich meine, jeder kennt das, wenn man die Folie zusammenlegt und ein bisschen feucht ist, dann klebt die auch aneinander. Das heißt,
der kann auch keine Luft mehr durch. Mhm. Ne? Und so ist noch, dass wir konstant den Vakuumaufbau aufbauen können. Das heißt, da ist trotzdem minimal irgendwie Luftdurchfluss immer zwischen. Mhm. Und mit Hilfe dessen kann daher das Harz auch an dieser Fließhilfe entlang kann daher wandern und das Material tränken. Das heißt aber, dass am Ende kommt komplett sowohl das Blaue als auch das Weiße wieder ab. Genau. Okay. Und das Harz kommt am Ende jetzt aus diesem Spiralschlauch raus? Genau, kommt hier raus und tränkt uns bis da. Zieht sich hier einmal durch. Genau. Dann wollen wir jetzt die Folie mal aufbringen. Ich habe jetzt, es gibt so gewisse Werte. Was heißt Werte? Richtwerte. Ne? Wie groß die Folie sein sollte. Weil sie muss nicht genauso groß sein wie das Bauteil, das wird sie ja spannen, sondern sie muss etwas größer sein. Mhm. Je nach Geometrie des Bauteiles wählt man da auch die Größe. Man sagt immer, ich sage jetzt pauschal immer, so das 1,5-fache. Mhm. So, bei der Fusion jetzt auch machen wir einen Vakuumaufbau. Ja, ich habe die Folie jetzt in diesem Fall schon. Ich habe schon mal was vorbereitet. Die dürfen wir jetzt auch mit Fingern anpassen. Genau, jetzt, wir setzen erstmal die Ecken an. Das heißt, die Ecken an die Ecken. So haben wir erstmal verwenden wir die ganze Folie. Haben die jetzt richtig Ecke an Ecke quasi. Ja, du ziehst nur ein bisschen, jeder hat seinen eigenen Stil. So. Manche kleben das Tape auf die Folie. Mhm. Die anderen, so wie ich, da drauf. Manche lassen das weiter überstehen. Ich klebe es gerne bündig. So, wir machen das so, weil ich das sage. Weil ich das gesagt habe, machen wir es jetzt so und machen einfach erstmal die Ecken ran. Fixieren die Ecken erstmal. Mhm. Und du ziehst nur da ab, wo du es halt genau. So. So, dann mache ich das mal hier schnell auf. Jetzt haben wir das Ding vermittelt oder positioniert. Jetzt mache ich das immer folgendermaßen. Ich ziehe eine Seite ab und mache mir diese Falten, die ich genannt habe. Eine Falte hier in die Ecke und andere hier in die Ecke. So, dann haben wir erstmal diese Spielräume. So, ne? Und dann vermittle ich das nochmal. Hab dann in der Mitte auch noch eine Falte. Ja. Das gleiche mache ich hier. Dann gucke ich zum Beispiel auch, wo ist der kritische Punkt. Die Ecke ist für mich ein kritischer Punkt. In dem Sinne. Deswegen setze ich hier auch eine Falte. Hier haben wir zwar eine Falte, aber über den Schlauch, damit er hier nicht spannt, würde ich hier auch nochmal eine setzen. So eine kleine. Mhm. Hier brauchen wir es nicht wirklich, weil wir hier auch nicht spannen. Blöd ist halt auch, weil es klebt, dann klebt das. Bei manchen Folien geht das noch so ein bisschen. Ich wollte sagen, das klebt schon krasser, so, ne? Ja. Wenn du so rantippt. Es gibt halt aber Folien, wie gesagt, es gibt verschiedene Vakuumfolien mit verschiedenen Eigenschaften und dann klebt es definitiv nicht mehr ab. So, jetzt müssen wir ein Vakuum aufbauen, jetzt müssen wir es dicht bekommen. Das heißt, wir müssen diese Löcher hier verschließen. Mhm. Ne? So. Das heißt, ist hier wirklich richtig ein Vakuum innen drin? Ja, klar. Mehrere Tonnen pro Quadratzentimeter. Was? So. Das heißt, wir müssen die hier dicht machen. Ich mache das immer so, ich schneide erstmal ein paar davon ab. Und jetzt kommt das, mal gucken, wie geschickt mit deinen Fingern ist. Jetzt müssen wir die so anlegen, dass die Verbindung zu den Dichtband haben und möglichst faltenfrei in dieser Folienfalte längs gehen. Dann ziehen wir das ab und dann kleben wir es von links nach rechts ohne eine möglichst mögliche Falte zu. So. Dann ist das erstmal dicht. So. Das muss ja echt kleben wie Teufel, das Zeug, ne? Das klebt wie Teufel, ja. Es gibt verschiedene Eigenschaften. Hier, bitteschön, kannst du dich mal dran versuchen. Guck mal, aufgepasst habe gerade. Bei Artyom. Ich mach mal die Hände. In Artyoms Lehrstunde. Wahrscheinlich ist genau meins am Ende undicht, ne? Das klingt halt wirklich wie Teufel. So, bevor ich es jetzt falsch dran drücke, du hast erst hier angefangen ranzudrücken, ne? Ja, du musst es halt faltenfrei zusammenkriegen, nach oben ist. So, dass es dicht ist. Okay, dann muss ich noch einmal kurz nachdenken. Ich verstehe. Jetzt. Guck mal, ich finde, das sieht akkurat aus hier. Das ist mit Liebe gemacht. Oder? Schick schön. Reicht, ne? Dafür, dass du am Ende eher einfach alles wieder abreißt und wegschmeißt. Ja. Jetzt ziehen wir erstmal grob Vakuum, um zu hören, also erstmal anzulegen und zu hören, wo die groben Undichtstellen sind. Und die erstmal dicht zu machen. Dafür brauchen wir auch erstmal kein Messgerät. Ja, klar. Das hörst du so. Wir haben schon mal nichts vergessen. Kein
Zentimeter großes Loch. Ich bin auf jeden Fall gleich mal gespannt, wie viel Harz da so reingeht. Weil ich glaube, ich würde jetzt sagen, da geht viel, viel mehr Harz rein, als reingucken. Ja, weil du reißt ja einiges ab, in den Schaum bleibt was hängen, in dieser Fließhilfe bleibt was hängen, um genau zu sein, 300 Gramm pro Quadrat. 300 Gramm pro Quadratmeter, ja. So. Jetzt hörst du, das zieht er schon mal erstmal grob an. Jetzt wird es leicht dichter, aber trotzdem, jetzt hörst du ja die, also, die sehr großen Leckagen. Ne? So, sobald du nichts hörst, wie gut Tisch ist da? Ah, an deiner dichten Stelle. Nee. Nee. Deine. Meine? Ja. Ja, das war der. Das war dein. Ja, ist egal, das ist normal, das ist Tisch. Wie gesagt, es hilft ja auch die, es bringt dich manchmal nicht zurück, sondern du musst sie einmal langziehen. Deswegen habe ich gesagt, immer faltenfrei. Wenn du eine kleine Falte drin hast, dann kriegst du auch nicht dicht. Wenn die Folie sich übereinander gelegt hat, dann kannst du es lange suchen. Und manchmal ist das halt so, dass du es nicht siehst und nicht hörst. Mhm. Und es trotzdem undicht ist. So, und im schlimmsten Falle alles runter und nochmal neu. Ja, ja, klar. So, ja? Jetzt kommt das gute Gerät. Müssen wir anfangen zu messen. Jetzt müssen wir es natürlich anstecken. An einer, da wo wir Packung ziehen und da wo wir Harz injizieren, stecken wir hier rein und messen mal, was der sagt. Also Fakt ist, er geht schon mal richtig runter. Das heißt, irgendwo ist eine große Leckage noch. Irgendwas war da. So. Aber jetzt weißt du noch nicht, ob es dicht ist. Zumindest ist es dichter als die Pumpe saugt so ungefähr. Ja, zumindest, ja genau. Ja, aber das ist doch nicht viel. So, ich würde erstmal warten, vorher. Also das Feld klingt ziemlich rasant. Das heißt, wir müssen da noch ein Stück warten. Bis wie viel muss er jetzt runter? 8, 7, so. Boah, also das ist ja schon fast Vakuum, ne? Ja. Das ist ja dann wirklich im Tausendstel Bereich. Ja. Ne? Minibar. Ja. Also man sieht hier auf jeden Fall, dass er gut fällt. Dann machen wir jetzt mal Licht an. Ja. Da passiert ordentlich was. Jetzt sind wir so weit, dass wir das Vakuum schon möglichst steht, sag ich mal, unser Wert. Wir haben jetzt noch 8 Millibar Restdruck. Ja. Also das ist ja schon wirklich wenig. Ne? Und trotzdem achten wir nicht auf die 8 Millibar, sondern auf die zwei Stellen hinter dem Komma. Das ist entscheidend in dem Moment. Fällt es, steigt es, was passiert da? Mhm. Jetzt machen wir folgende, machen wir einen Drop-Test, machen wir die Leitung zu. So, was passiert mit dem Wert? Fällt er? Steigt er? Wie viel fällt er? Das heißt, die Pumpe saugt jetzt gerade gar nicht mehr, sondern das System ist jetzt einfach geschlossen. Genau. Und jetzt müssen wir gucken, was haben wir für einen Abfall. So, das ist passt. Jetzt ist ein... Ich wollte gerade sagen, da passiert ja eigentlich... Kaum was. Kaum also was können wir davon ausgehen, dass das System dicht ist. Mhm. Jetzt machen wir folgendes. Wir mischen erstmal Harz an. Zum Glück... Ich möchte übrigens nochmal kurz dazu sagen, das hat jetzt bestimmt eine halbe Stunde gerade gedauert, bis wir wirklich so ein... Unterdruck hier drin, ja, so ein Vakuum, ne? Wir lassen die Pumpe, machen wir trotzdem auf, lassen die trotzdem Vakuum ziehen, um einfach nochmal noch ein besseres Vakuum zu erreichen, solange wir den Harz anmischen und dann gehen wir zum nächsten Punkt über, das Injizieren des Bauteils. Das heißt, wir führen den Harz zu. Yes! Ja, ich brauche jetzt auch nichts wiegen, weil ich habe das schon alles so abgewogen. Normalerweise müssen wir jetzt Schutzbrille und Maske anziehen. Das machen wir jetzt und nun müssen wir abschalten. Achso, ich soll ja abschalten. Bitte. Ich erlaube mir erstmal. Wichtig ist halt das homogene Vermischen von dem Harz. Zum Glück ist hier jetzt der Härter blau und das Harz selber transparent. Und wir müssen es halt einen Sieb deswegen, dessen, dass es homogen vermischt ist, dass keine Kristallisierung mehr da ist. Das heißt, man sieht hier jetzt noch, dass so eine Schlieren im Harz sind. Das heißt, es ist noch nicht homogen vermischt. Wir müssen es so lange mischen, bis diese Kristallisierung weg ist. Vor anderem ist das auch dieser blaue Härter, habe ich mir vom Harzhersteller sagen lassen, dass es gegen den UV, die UV-Vergebung vorbeugt. Dass dieses bläuliche da
Dass die Teile in der Sonne nicht gelb werden. Doch, die werden gelb, aber diese bläuliche Farbe wirkt nochmal gegen diesen optischen Effekt. Weißt du? Aber wir haben ja auch trotz dessen haben wir ja nachher Schutzlack drauf und alles. Und außerdem im Kofferraum haben wir auch nicht so viel Gebrauchsteuer. Mhm. So, jetzt haben wir durchs Rühren natürlich Blasen reingerührt. Wir lassen das Harz jetzt stehen. Es gibt die Option noch, dass man es entgasen kann und in einem Vakuumbehälter. Aber für diese Platte kann ich verantworten, dass wir es nicht brauchen. Wir lassen es lang genug stehen. Das hat auch eine recht hohe Topfzeit, das Harz. Und dann können wir es injizieren. So, Vakuum aufgebaut, Harz haben wir angemischt, haben wir ein bisschen stehen lassen. Der Spritzer Luft ist da jetzt raus. Jetzt können wir praktisch injizieren. Das heißt, ich nehme mal den Schaum hier so ein bisschen weg, nicht, dass wir den ganzen Kram da reinziehen, was da oben noch schwimmt. Was nicht unbedingt so schlimm wäre an Dreck, weil die ersten Lagen würden das filtern. Mhm. So, klemme ich hier an. Ja, und dann geht es auch gleich los. Ich habe jetzt nur einmal das Harz bis zur Klemme gezogen. Mhm. Ich gebe der Puppe die Chance, diese Luft auch nochmal zu evakuieren, weil theoretisch ist da ja noch Luft bis zur Klemme. Ja, klar. Und ab der Klemme. Ne? So, und jetzt können wir eigentlich das geben. Man sieht das auch so schön eigentlich jetzt. Ja, hier sieht man auch, wie schon richtig einströmt, weil. Aber sieht aber so schon, wie schön gleichmäßig das da so reingeht. Ja, sollte auch sein, weil wenn nicht, dann hätten wir. Wichtig ist, dass hier irgendwo nicht irgendwas sprudelt, nicht irgendwas undicht ist. Weil dann wüssten wir, okay, da stimmt was nicht. Das soll im Nachhinein auch nicht passieren. Nee, zum Anfang ist es natürlich jetzt, geht es etwas schneller. Je weiter es fortschreitet, desto langsamer wird es mit dem Harz. Ja. Ja, aber jetzt so nach und nach kriege ich auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wie du das wirklich hinbekommst, die Sachen so detailgetreu und so, weißt du, dass sie alle auf dem Punkt immer wieder gleich sind. Weil es war ja egal, welches Teil wir genommen haben, buff, ran und es passt wie original, ne? Weil klar, das ist natürlich so fein und genau alles so, ne? Man muss auf vieles achten und es muss auch reproduzierbar sein, aber du merkst, das sind so ein paar Kniffe. Das jetzt, ging jetzt alles fix und flott, sage ich mal, aber... Ja, ja klar, du hast es doch schon ein paar Mal gemacht so, ne? Ja, genau. So, und das ist aber, weil ich weiß, wo ich drauf achten muss, aber ich sage dir, ich kann ein Buch verfassen mit den Fehlern, die passieren können. Und das ist auch wirklich so. Und da, ja. Artyoms 1x1 quasi. So ungefähr, ja. Tja, krasse Nummer, okay. So, das saugt sich jetzt einmal durch. Ja, das dauert jetzt so ein bisschen. So circa geschätzt, denke ich mal, halbe Stunde. Das heißt, das Allerschlimmste wäre ja theoretisch auch, dass du verpennst, wenn es da leer ist, genau. Und der da wieder anfängt Luft zu saugen. Ne? Deswegen habe ich gesagt, man muss auf jeden Fall so viel anmischen. Also wenn der an einmal Luft saugt, dann ist es vorbei, ist Müll. Ja. Wenn der Schlauch rausrutscht, was auch heute schon mal passiert ist, ist Müll. Saugt der Luft, ist Müll. Theoretisch, weil es kommt drauf an, welches Bauteil, aber wie ich schon gesagt habe, ist es suboptimal, da jetzt das zu schließen. 20 Minuten zu warten, 30 Minuten, wie auch immer, neues Harz anzumischen und dann wieder injizieren, weil dann ist das auch schon wieder hinfällig. Ja, ja, klar. Ne? Ja, man sollte das nicht unterbrechen, man sollte es mit einem Rutsch infusionieren. Bei einer Platte, ohne irgendwelche Sicken, Kanten, Radien, das wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Aber man sieht so richtig schön, wie das so durch die Struktur so richtig durchsprudelt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. So richtig sich einfach durchfließt. Genau. Was denkst du, wie lange braucht das jetzt, bis das einmal durch? Eine halbe Stunde ist das. Krass, okay. Also jetzt ist es noch ziemlich schnell gegangen. Wie gesagt, je weiter voranschreitend, desto langsamer wird das auch. Oh ja, von der Topzeit haben wir das Harz so gewählt, dass es auf jeden Fall reicht. Ja, okay. Und dann man sagt immer lieber etwas langsamer als zu schnell. Ja, ja, klar. Weil wenn diese Fließhilfe, die oben drüber ist, es gibt verschiedene, zu schnell ist, dann fließt das Harz drüber weg. Mhm. Vor allen Dingen in der Anfangszeit. Ja. Ne? Und dann ist es auch nicht konstant alles gedrängt. Deswegen lieber etwas langsamer, nicht zu langsam, weil wenn es zu langsam wird, dann wird die Fließwand auch zerrissen und es fängt an zu gasen. Mhm. Ist auch suboptimal, das heißt, es ist so ein bisschen, ne? So, ja. Wir lassen das erstmal ein bisschen. Und dann geht's weiter. Ja.
jetzt ist auf jeden Fall alles mit Harz getränkt. Ja, jetzt ist alles mit Harz drin. Man sieht auch richtig, eigentlich auch ganz cool mit dem Blau, so siehst du es auch schon, damit es richtig getränkt ist eigentlich. Ne? Ja. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt das Ding in den Ofen, dann reißen wir das an und dann lassen wir ein paar Stunden drin. Was allerdings extrem cool ist, was ich vorher auch nicht wusste, du hast Unterdruck abgeklemmt. Ja. Aber Unterdruck ist jetzt hier drin geblieben. Ja. Ich dachte immer so ab in den Ofen und fertig, aber klar, macht natürlich, wenn man jetzt davor steht, auch Sinn, dass der Unterdruck natürlich da drin bleibt und es weiterhin zusammengezogen wird. Ne? Wenn du dir sicher bist, dass das System hundertprozentig dicht ist, ja, dann kannst jetzt, du beides abklemmen. Jetzt verstehe ich auch, warum das so hundertprozentig sein muss. Ne? Ja, also man kann auch, viele machen es, wäre auch nicht, vielleicht nicht verkehrt, jetzt da im Ofen nochmal das Vakuum anzuklemmen. Mhm. Falls es denn undicht wird, das ist dann trotzdem sein Vakuum, den Anpressdruck behält. Ja. Was wäre, wenn Vakuum raus? Dann ist es halt Schrott. Echt? Da wird sich das aus den, da wo wir es jetzt reingepresst haben zum Beispiel, in die Sicken alles, da wird sich das da wieder auseinandergehen. Genau, würde kein Druck mehr sein, da würde die Luft reinkommen, dann hättest du Bläschen und wie auch immer. Ja, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall für das erste Video. Das Teil kommt jetzt im Backofen. Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. War mit Sicherheit höchstgradig interessant, mal zu sehen, wie so ein Teil gebaut wurde. Weil selbst ich, der ja wirklich schon jahrelang das mit dir zusammen macht, so ungefähr, wusste die einzelnen Schritte auch noch nicht so. Freut mich, dass das geklappt hat. Und wir sehen uns, wenn das Teil aus dem Ofen kommt. Jo. Ciao.